Ja, da rattert es und tätscht es. Heute bin ich beim Claude Breto, respektive dort, wo du arbeitest, bei Feldschlössli. Das einzige Schloss, das lustig macht. Ja. Und ich bin so total beeindruckt. Wir haben gerade gestartet, eigentlich am Schluss, bei der Abfüllanlage. Da haben wir bis zu 1 Million Einheiten, die hier durchgeschädert. Im Moment sind wir noch ein bisschen hinten rein, müssen noch etwas leisten. Dort wird die Zoll angezeigt. Da haben wir eine Differenz von 230'000. Es gibt immer halt wieder mal einen Stopp oder etwas, das nicht funktioniert. Und dann müssen sie im grausamen Tempo das korrigieren, dass man weiterarbeiten kann. Jede Minute ist da Geld wert. Also 1 Million Einheiten heisst Dose oder Flasche, ist egal. Genau. Ja. Das ist einfach so, kannst du so ein bisschen als einen Richtwert nehmen. Das ist etwa so die Kapazität, die wir rausknallen. Hier ja. Unten gerade die Einwegflasche. Ja, die sind gerade parallel. Sind wir gerade am Premium. Da streuen wir immer noch ein bisschen Goldstaub drüber, dass es besonders fein wird. Eine kleine Zauberfee, die da immer den Goldstaub drüber verteilt. Ja. Genau. Das ist die Flaschenreinigung hier. Mehr Wege, ja. Und da ist die zweite Abfüllstrasse. Das ist unglaublich. Und so hat man es früher gemacht, oder? Ja, genau. Die waren nicht ganz so schnell gewesen, wie jetzt die, die jetzt am Laufen sind. Dafür schön. Ja. Ich komme immer ein bisschen Angst über, wenn ich die Abfüllanlage sehe, weil ich weiss, irgendeiner muss das verkaufen und das sind wir. Ja. Also alles, was da abfüllt, müssen wir dann auch verkaufen. Ja. Das ist kein Spass, oder? Ja. 1 Million Einheiten pro Tag, das ist riesig. Und Feldschlösschen ist ja auch die größte Brauerei der Schweiz. Die Menge muss natürlich irgendwie weg, in Flaschen, Dosen, in Fässern oder auch gleich direkt mit dem Tankwagen. Wie wenn du Heizöl ausführen würdest, direkt ab der Brauerei geht das zum Gastronom in 1000 Liter Tank und wird dort ab dem 1000 Liter Tank gefördert. Oder? Auch die Filteranlage ist etwas grösser, als ich es bis jetzt bei anderen Brauereien gesehen habe. Der Weg von der Abfüllanlage zur eigentlichen Brauerei, also zum Sudhaus, ist auch eine halbe Wanderung. Und das Sudhaus ist etwas vom Schönsten und Eindrücklichsten, was ich je gesehen habe in einer Brauerei. Wir schauen uns das dann gleich an. Zuerst wird es aber noch ein bisschen museal. Hier die alte Dampfmaschine und die ehemaligen Gärkeller. Riesige Swimmingpools. Heute arbeitet Feldschlösschen natürlich mit ZKGs, die sind aber für Besucher nicht zugänglich. Dafür die alten Tanks, die wie U-Boote in den Kellern unter dem Schloss liegen. Und jetzt aber ab in die Kathedrale ins Sudhaus. Die Leute, die sagen, das sei das schönste Sudhaus auf der Welt. Ich glaube, die lügen eben nicht. Dann das Herz auch noch, wenn du die ganze Anlage dort siehst. Also das ist für dich fast wie wenn du in eine Kirche gehst? Es ist wie eine Kirche. Es ist ein Andachtsraum. Einfach, dass am Schluss ein gutes Bier rauskommt. Eine Stunde. Staramis. Der ist riesig. Ja. 900 Kilo. 950 Kilo, so, ja. Und dann, als ich neu angefangen habe bei der Brauerei, hat der Peter Nussbaumer, der Chef von diesen Rossen, einfach so dieses Geschirr in die Hand gegeben und gesagt, da kannst du ihn geschwind heben, ich muss da noch etwas holen. Ich bin tätig schon und dachte, wenn der davon läuft, dann laufe ich mit, oder? Und du hast ja doch ein bisschen Kraft. Ja, ich bin selber 150 Kilo, aber das ist gegen die 950.
Kriegt nicht mehr viel, oder?